Es ist eine beeindruckende Serie des EHC Red Bull München, der im 10. Spiel in Folge gepunktet hat. Auch gegen den Lieblingsgegner, den ERC Ingolstadt, haben die Münchner das dritte Saisonduell gewonnen. Im ersten Drittel, glaube ich, stand es ja 0-0. Da haben wir im zweiten Drittel Gott sei Dank unser erstes Powerplay sozusagen genutzt und sind Gott sei Dank in so einem Spiel in Führung gegangen. Und am Ende des Tages, muss man sagen, haben wir auch verdient gewonnen. Wir waren physisch und die Mannschaft für das Spiel, sie haben gehabt, war sehr hart gearbeitet. Für den ERC Ingolstadt ist es bisher ein dunkler Monat. In 6 Spielen gab es 5 Niederlagen für die Panther. Es ist eine schwierige Zeit. Uns fehlen ein paar Schlüsselspieler und das tut uns mehr weh als anderen Teams. Aber es geht weiter. Wir haben noch Spiele, sehr wichtige Spiele vor uns. Und wir werden kämpfen, um die Playoffs zu erreichen. Mit Hinblick auf die Playoffs bleibt die Ingolstädter Situation angespannt. Den Panthern droht als 7. das Herausrutschen aus den Playoff-Rängen. Währenddessen die Roten Bullen als 3. sicher dabei sind und den Blick auf einen noch besseren Tabellenplatz richten können. Was uns auch in die Karten spielt, wir können gut aus dem Vollen schöpfen, so können wir viele Spielereien aufstellen, mit denen wir antreten. Ja, wir haben die letzte Zeit 8 oder 9 Spiele verloren, aber wir werden einen Weg finden, wieder Spiele zu gewinnen und nicht noch tiefer zu fallen. Der Terminplan der Münchner ist dicht gedrängt. 4 Spiele in 6 Tagen müssen sie bestreiten. Bei den Straubing Tigers kommt es zum nächsten bayerischen Schlagabtausch. In Straubing ist es grundsätzlich immer sehr, sehr schwer zu gewinnen. Es ist ein Derby. Zuschauer sind wieder da und Emotionen sind wieder im Spiel. Am 27. März kann das 4. Duell zwischen dem ERC Ingolstadt und dem EHC Red Bull München noch einmal entscheidenden Einfluss auf die Playoff-Position der Münchner haben und ob die Ingolstädter in der Meisterrunde dabei sind.